This door. It is the same as that in our chapel. Accessible only to the combined energies of two technomancers. Begib dich zur Kuppel, haben wir geschafft. Begib dich in die Haupthalle. Ach, da ist auch schon wieder eins von diesen Insekten. Sind ihm da zwei? Zwei Schläge, dann ist das Geschichte, das Viech. Oh, das ist dicker. Oh, das kann auch mehr. Schalten wir erstmal die Kleinen aus, die nerven bestimmt nur bei den Großen. Oh, Anni, da ist es groß. Ich dachte, ah, jetzt ist doch schon gestorben. War wohl doch nicht so der Oberbabo. Lassen wir sie mal ausbluten. Immer wieder gemütlich, wenn mein Kopf in so einem Eitersack drin steckt. Was gibt es Schöneres? Unser Master hat uns echt viel zu sagen. Der redet, solange er noch kann, weil man weiß ja nie, wie lange der überlebt. So knapp, wie der immer mit seinem Leben davonkommt. Es sollte sowas wie Autoplündern geben. Aber hey. So, da geht's wahrscheinlich weiter. Gucken wir uns hier mal um. Dum, 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 dum. Ich sehe tote Menschen. Mit ganz viel Müll. Was haben wir auf der anderen Seite? Loot. Eine Kiste voller Müll. Ich habe mich noch nie so sehr über Müll gefreut. So. Da geht's nicht weiter. Oh, eine Kiste. Nee, die leuchtet nicht. Nee, das ist eine böse Kiste. Die will nicht geöffnet werden. Einfach nur Platzverschwendung. Wo ist denn das Krabbelfiech hin? Ach, da ist es hinmarschiert. Gönn dir. So, ja klar, ich muss dich ja gleich ausbluten lassen. Hauen wir ihm das, die Spritze rein. This is the main room. The console over there. Activated. Nutze die Konsole. We'll The subject appears acclimatized, pulse elevated but steady, unaffected by any visible health concerns. James, how do you feel? Great! So alive! My heart's racing and I feel like I take on the world. And I'm being honest here, it's a bit overwhelming. Subject's self-report is consistent and substantiated with our measurements of healing other subjects, all of whom produce EEGs indicating activity levels acutely higher than any ever associated with a human not subjected to the mutation. The only adverse side effect, it appears, is the near tenfold increase in corporeal and cerebral electricity. Dangerous levels that will necessitate the urgent invention of a device capable of evacuating such surplus in order to avoid subject injury. Talking about technomancy, about mutations, as if I can't believe. And yet it still might be so. This recording dates to the first settlers. Speaks of the first technomancers. Shocking, perhaps. Where did you think our abilities came from? A divine power?
I don't... But we have no physical signs of mutation, and I don't know any mutant that has our gifts. And why should any of those things matter? Might not our mutation simply be of a different form? This brings us to the most important point. What you have seen unifies us, unifies the Technomancers. This secret must be kept from all other humans. If this information was discovered by, say, the ASC, we would become nothing but slaves. Our situation is already incredibly undesirable. We are not only isolated, but used as human bombs. Take a walk by the mutant pen in the slums one day. That is what our lives could have been. Don't be dismayed. I have been through this as well. So have all the other Technomancer officers in abundance. Knowledge of this revelation makes you one of us now. More so than your skills. But now is time to deal with the creatures infesting the dome. It would be a real shame if the installations here are damaged, for we will no longer be able to hold initiation trials here. Yes. Yes, of course, Master. I haven't found an opening yet, so... Well, they must have breached lower in the dome. Then that's where we must go. I will divert the attention of these creatures. At the base of the dome, we will find the entry point. So, wir sind also die Nachfahren von irgendwelchen Experimenten an Menschen. Interessant. Huh, shit, das leuchtet, das kann man bestimmt öffnen. Nee. Das ist so eine richtige, das ist so ein richtiger Dischrank. Du willst mich öffnen? Hahaha. Fick dich. Ja, dann halt nicht. Aber das leuchtet. Ich glaube, ich kann mich einfach nicht darauf verlassen, dass leuchtende Objekte mir Loot geben. So, was haben wir denn da? Ui, ein Insekt. Es ist ein großes Insekt. Uah! Ich dachte, der spritzt gleich irgendwas auf mich. Der hat sich so aufgestellt, so richtig bösartig. Ah, da. Jetzt kann ich sie öffnen. Ja, immer direkt in der Kiste drin steht, wenn er die aufmacht. Alles nehmen, alles nehmen. Da ist noch eins. Ja, gönn dir. Weg mit dir. Achso, ich kann die ja plündern, ne? Wie gesagt, ausbluten lassen, nicht, dass sie wieder aufstehen. So. Serum. Oh ja, Serum. Immer gut. Den haben wir auch noch weg. So. Inwiefern sich das auswirkt, ob sich das bloß bei Menschen auf unser Karma auswirkt oder ob die Gegner, die man ausblüten lässt, dann wirklich nicht mehr zurückkommen, das weiß ich natürlich nicht. Das wäre aber cool zu wissen. So, mal hier erhöht die Chance auf einen kritischen Treffer mit Dolch um 8%. Gönnen wir uns, gönnen wir uns. So, was haben wir hier? Also, nächsten Punkt. Dann würde ich den mal in Gewandtheit reinstecken, weil wenn wir so die ganze Zeit mit unseren Schwertern und mit unserem Dolch unterwegs sind, dann glaube ich, ist das gar nicht schlecht, wenn wir wenn wir die Chance auf kritische Effekte erhöhen. Sie sind das wichtigste Attribut des Gauners. Ja, da schau, da haben wir es uns schon verspielt, weil wir da einen Punkt vergeben haben. Der muss weg, der muss weg. Naja, was soll man tun? Ist halt jetzt geschehen. So, da haben wir den Werkbau. Uiuiui. Da geht die Party ab bei denen. Mitten ins Kaffeekränzchen rein. Wow. Wäre ich auch mal fast in diese Gift. In dieses Giftding reingehüpft. Reingerollt. Der lebt ja noch. Nee, nee, bevor du schießt, hau ich dich lieber weg. Ey, das dauert jetzt. Die erstmal alle ausbluten zu lassen. So. Das auch. Nehmen wir auch noch eins. Die sehen aus wie irgendeine Mischung aus Hummer und Spinne. Schaut euch die mal genauer an. Die sehen doch aus wie Meereswesen eigentlich. Und dann sagen die mir, dass es auf dem Mars kaum noch Wasser gibt. Oh, da geht's runter.
Und einfach nur noch mehr Insekten. Oh je. Ich sehe es nicht. Ich sehe nicht, wo der Schlitten hinschießt. Guter Gang. Wow. Gott sei Dank hat der sein Zielwasser nicht geschluckt, der Gute. Stirb. Also diese Insekten sind ja mal gar kein Problem. Das sind ja echt... Das sind ungefähr die Schleime von Dragon Quest. So. Mittlerweile taugt mir das Kampfsystem eigentlich ganz gut. Es ist actionbasiert. Erinnert ein bisschen an dieses Free-Flow-System von Batman. Nur, dass du halt nicht über deinem Kopf angezeigt bekommst, wann du konterst. Und du nicht kontern kannst, sondern halt im richtigen Moment ausweichst und dann mit einem Gegenschlag wieder angreifen musst. Aber im Grunde spielt es sich genauso wie Bound by Flames, das Kampfsystem. Nur, dass man bei Bound by Flames halt andere Waffen hatte. Überhaupt spielt es sich sehr viel flüssiger als Bound by Flames, muss man dazu sagen. Was haben wir denn da? Aha, okay, passt. Haben wir nicht schon eine Nietenkeule bekommen? Wieso geben sie uns jetzt eine zweite? Reicht uns eine nicht? Ich werde keine von beiden ausrüsten. Aber egal, wir haben Geld. Das können wir alles zu Geld machen. So, wo geht's jetzt weiter? Da ging es auf alle Fälle nicht weiter. Kann man da runter? Da kann man runterhüpfen. Cool. Da sind auch schon wieder Insekten. Überall sind die. Uiuiui, jetzt sind das schon One-Hits. Aber es Crit war. Ah, okay, cool. Der Zeitlupe-Effekt bedeutet also immer, dass wir critten. Ja, ich glaube, ich werde auf alle Fälle, wenn ich hier mit Dolch und Pistole unterwegs bin, dann werde ich auf alle Fälle auf Crit skillen. Dann machen wir hier Slow-Motion-Kämpfe, weil wir nur noch am Kritten sein werden. So, Serum. Da sind noch mehr. Es werden immer mehr Käfer, immer mehr. Ach, ich darf nicht vergessen, mit X gedrückt halten kann ich laufen. Oh shit, will der was von mir? Nein, jetzt wurde ich echt vergiftet. Ich sehe nichts mehr. Alter, das ist weg. Jetzt ist das Gift wieder weg. Oh, und Stufe 5 sind wir auch geworden. Und jetzt kann ich erstmal wieder so eine Horde Insekten ausbluten lassen. Wobei, wir kriegen ja echt nur Serum davon, ne? Ich glaube, Serum macht ja eigentlich bloß unsere Flüssigkeit dazu. Das ist doch unsere Flüssigkeit, oder? Gucken wir uns das mal im Inventar an, was genau das eigentlich ist. So, hier. Erstmal, was haben wir da? Tarnung wollte ich noch machen, ne? Ermöglicht getarntes Rennen. Tarnangriffe treffen automatisch kritisch und versetzen dem Ziel einen Stromstoß. Auch geil. Hau mal rein. Ist sehr geil für unseren Schurken. Haben wir noch einen Punkt? Nee. So. Hier haben wir aber auch noch einen. Dann machen wir hier gleich weiter. Alles, was unsere Dolche stärker macht, ist perfekt für uns. So, und jetzt haben wir... Oh, wir haben andere Dolche bekommen? Naja, da werden uns auch alle Waffen angezeigt. Ach genau, ich wollte ja gucken, was dieses Serum eigentlich macht. Ach, es ist gar nicht im Inventar drin. Ja, dann ist es tatsächlich nur, um unsere Magie aufzufüllen. Okay, cool. Dann muss ich die ja nicht länger plündern. Diese Insektenviecher. Dann werde ich immer noch eins der Gattung plündern, wenn ich ein neues finde. Um halt zu gucken, ob die vielleicht was anderes auch fallen lassen. Aber jetzt diese Insekten lassen ja wirklich bloß Serum liegen. Ah, okay. Da ist die Treppe kaputt. So, noch mehr Hungerspinnen. Wow! Nein, diesmal nicht. Diesmal nicht, Mann. Ha, das hetzt wohl gern. Und dann wird es auch noch gekriegt. Und gleich nochmal. Bam. Abserviert.
das hört sich gar nicht gut an. Oh, Bossfight. Bossfight. Alter, was für ein geiles Teil. What? Das ist riesig. Oh, shit. Ich habe das Gefühl, wir kriegen jetzt richtig aufs Maul. Ja, die Mami scheint sauer zu sein. Ha, scheiße. Wow, wow. Oh, und dann hat er uns auch gleich eine mitgegeben. Wow. Okay, man muss sich erstmal dieses Kampfmuster von dem einbringen. Anscheinend verschlagen wir auf den Alter dann. Ah, er macht immer das gleiche, sondern wir auf den Alter hauen. Das heißt, zwei Schläge wegrollen. Shit, das wäre ein Crit gewesen. Haha, da hat sein eigenes Kind umgelegt. Okay, wenn es weiter so läuft, dann ist es ja voll easy. Oh, jetzt verteidigt sie. Was macht sie jetzt? Wow, wow, sie trampelt mich einfach weg. Oh, shit. Wir hauen den weg, bevor uns der vergiftet. Ja, okay, sie bringt sie auch um, von daher. Ja, jetzt hat sie es gemacht. Hä? Wir waren noch nicht mal ansatzweise in ihrem Treffradius, oder? Ja, jetzt waren wir es. Okay, aber das davor habe ich nicht verstanden. Wow! Lebensanzeige niedrig. Oh, shit. Was mit L1? Ah, nee, wir haben es in der Schnellauswahl. Kreis drücken. So. Die heilt uns gleich voll? Nee, tut sie nicht. Das bringt überhaupt nichts, sie da auf den Panzer zu schlagen. Der Crit macht wieder nichts. Oh, shit. Oh, nice. Nice. Zwei Kritten. Und dann wollte sie uns umlaufen, aber irgendwie hat sie es nicht geschafft. Obwohl wir richtig drin standen. Gegeben, der Kleine. Wo schlägst du denn hin? Bist du besoffen oder was? Ich weiß ja, dass du langsam durchdrehst, weil es sieht echt nicht gut für dich aus. Wenn man bedenkt, dass ich noch 9 Heiltränke habe. Ach, das war's? Die war noch gar nicht tot. Okay. Ja, okay, dann frisst uns halt. Jetzt kommt er mit seinem Babu-Move, ne? Jetzt auf einmal. Davor fällt er bei den einfachsten Leuten um. Und dann rettet er uns. Was geht mit unserer Hand da?